Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Corona-Krise seine Reise nicht antreten kann, der soll sich jetzt entscheiden dürfen, ob er einen Gutschein akzeptiert oder sein Geld zurückverlangt. Das hat das Kabinett heute auf Druck der Brüsseler EU-Kommission so beschlossen und gleichzeitig an Betroffene appelliert, einen Gutschein zu wählen. So leiste der Verbraucher einen Beitrag, die Vielfalt der Angebote und Dienstleistungen im Reisesektor zu erhalten. Ja, auch an der Lufthansa kann man ablesen, wie sehr die Tourismusbranche unter der Corona-Pandemie leidet. Denn auch wenn die Lufthansa ihren Flugplan jetzt wieder ausbauen will, stehen weiterhin zu viele Flieger am Boden. Der Konzern fordert in dieser Not schnelle Hilfe vom Staat. Sami Ibrahim an der Frankfurter Börse mit Einzelheiten über die Situation bei Lufthansa. Die Aufarbeitung des VW-Dieselskandals ist noch in vollem Gange. Doch jetzt ist klar, dass sich zwei Spitzenmanager zumindest nicht für die Verluste der Aktionäre verantworten müssen. Das Verfahren wegen Marktmanipulation gegen den heutigen Konzernchef Diess und den früheren Finanzvorstand Pötsch wird gegen eine Zahlung von 9 Millionen Euro eingestellt. Diesen Betrag übernimmt VW für die beiden. EU-Kommission den Green Deal zu ihrem Thema machen, also eine Strategie für nachhaltiges Wirtschaften. Durch die Corona-Krise gerieten solche Fragen erst einmal in den Hintergrund. Doch heute präsentierte die Kommission ihre Vorstellung von einem Green Deal für die Landwirtschaft. Innerhalb von 10 Jahren soll der Einsatz von Giften und Antibiotika halbiert werden. Gleichzeitig sollen mehr Flächen. Einige Wochen im Jahr gibt es hierzulande den einheimischen Spargel. Eine Erntezeit, die kurz, aber intensiv ist und ohne Mithilfe aus dem europäischen Ausland nicht zu schaffen ist. Jedes Jahr kommen bis zu 85.000 Erntehelfer dafür nach Deutschland. In diesem Jahr ist jedoch alles anders. Corona-bedingt durften nicht alle Saisonkräfte einreisen. Mit etwa 24.000 Erntehelfern muss der Spargel unter strengen Auflagen gestochen und in den Verkauf gebracht werden. Ein Großteil des Spargels auf den Tellern der Gastronomie. In Corona-Zeiten ist das anders. Wochenlang musste das Gastgewerbe geschlossen bleiben. Jetzt dürfen sie zwar wieder öffnen, aber nur unter strengen Auflagen und schlechten Vorzeichen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge sind die Umsätze der Hotelier und Gastwirte im März bereits um 50% eingebrochen. Für April rechnet der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband sogar mit Umsatzeinbußen von bis zu 90%. Die HOGA-Präsident Zöllig fordert jetzt einen Rettungsfonds. Der öffentliche Personennahverkehr ist in Großstädten das Nadelöhr, in dem man sich kaum vor Viren schützen kann. Viele Regierungen ermuntern ihre Bürger deshalb, aufs Rad umzusteigen. Doch so einfach ist das nicht. Denn dafür braucht es nicht nur ein Fahrrad, sondern auch die Infrastruktur, um sicher ans Ziel zu kommen. Kopenhagen ist das große Vorbild, doch dauert es eben, bis die großen Metropolen umstrukturiert sind. Sven Lohmann. Und hier noch die sonnigen Wetteraussichten für den morgigen Feiertag von Thomas Ranft aus unserer Wetterredaktion in Frankfurt am Main.